Ich weiß nicht, was dieser goldene Fuchs, wie viele Wins du dafür brauchst, aber ich würde mal schätzen, glaube ich, 1000 oder so. Wenn du jetzt nicht oben bleibst, dann fliegst du raus. Ja, wie jetzt Clement. Lol, Clement ist rausgefallen, sehe ich gerade. Ja, Leute, ich bin's, der Claudio, und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde, heute gibt es wieder ein Fall Guys Videos. Ganz genau. Und ja, ich habe mir gedacht, ich versuch mal ein bisschen mehr Fall Guys wieder zu spielen. Wenn euch das Ganze gefällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich gucke auch immer in den Shop, ob der Genie-Skin vielleicht kommt. Aber er kommt nicht. Also der wäre ganz cool, aber er kommt halt nicht. Freunde, heute habe ich mir gedacht, stelle ich mich mal dieser Challenge. Und zwar ist das eine wöchentliche Aufgabe, das ist ein Überlebenskampf. Kannst du die knallharten Überlebensrunden überleben? 2 Kronen gibt es zu gewinnen, das ist Solo. Ich stelle mich dieser Aufgabe. Das ist, glaube ich, der schwitzigste Modus, weil es gibt 2 Kronen zu gewinnen. Und ich weiß nicht, ob dieser Modus tatsächlich Skill-Based Matchmaking ist. Also ich weiß nicht, ob Leute auf meinem Niveau oder teilweise höher diesen Modus spielen können. Und das ist richtig heftig. Es fängt einfach mit Nashorn-Angriff an. Was? Es fängt einfach mit diesem Spiel an? Okay, dann probiere ich es mal, den schwitzigsten Modus hier in Fall Guys zu spielen. Warum ist es der schwitzigste Modus momentan? Weil es halt 2 Kronen zu gewinnen gibt, Freunde. Da werden richtig, richtige Schwitzer dabei sein. Natürlich wird es auch 1, 2 Leute geben, die so sind wie ich, also Casuals, also die normal sind wie ich. Aber es wird auch, glaube ich, 1, 2 Pros geben. Auf jeden Fall. So, wir schauen jetzt mal. Wir warten erstmal, bis die Nashörner loslaufen. Und dann machen wir unsere altbekannte Taktik. Oh. Unsere altbekannte Taktik ist, Freunde, hier einfach außen zu bleiben. Oh, wenn er mich... Er hat mich, glaube ich, amüsiert. Nee, hat er mich nicht amüsiert. Das ist schon mal sehr gut. So. Schaut mal, Freunde, was... Boah, die Person hüpft die ganze Zeit gegen das Jumppad. Das ist auch eine gute Strategie, die ganze Zeit gegen das Jumppad hüpfen. Aber ich finde diese Strategie, die ich fahre, mit Außenlaufen besser, weil... Bis jetzt hat sie immer bei mir geklappt, deswegen fahre ich sie auch. Okay. Nashorn, bitte, visier mich nicht an. Doch, er visiert mich an. Doch nicht. Da habe ich Glück. Okay, 50... Guck mal, der hält mich fest. Diese Person hält mich fest, das gibt's nicht. Was soll das denn? Warte, ich merke mir den Namen. Clemens. Schade. Qualifiziert, okay. Ich wollte jetzt Clement nochmal runterwerfen, weil er mich festgehalten hat. Den Namen merke ich mir auch. Freunde, ich bin da so jemand, wenn mich jemand versucht festzuhalten, dann bin ich auch jemand, der zurück festhält. Obwohl ich so eigentlich auch damit gerne anfange. Versteht ihr? Boah, ich habe Vollgeist echt vermisst. Ich merke gerade, ich habe Vollgeist echt vermisst. Aber ich habe, ihr müsst wissen, Freunde, ich habe Vollgeist aber früher nicht solo gespielt. Also ich spiele eigentlich Vollgeist nie solo, sondern ich habe es früher immer mit meinen Freunden gespielt. Ja, und ihr müsst wissen, also ich habe das mit DK gespielt und auch mit 2 weiteren Freunden. Wir waren immer in so einem Squad. Und wenn es ab und zu diese... Oh, das ist einer meiner Lieblingsspiele. Wenn jetzt noch die Platten runterfallen würden, ist es noch cooler. Aber das Ganze ist mit 2 oder 3? Oh, 3 Stück, heftig. Wie viele fliegen runter? 6. Okay, 6 fliegen runter. Guck mal, da ist Clement. Ganz ehrlich, eigentlich müsste ich bei Clement bleiben und versuchen, Clement runterzuschubsen. Weil Clement war eben gemein. Hier, Freunde, als Tipp, lauft erstmal die ganze Zeit dem, ja, der Stange hinterher, bis es noch geht. Boah, Junge, mit den Früchten ist es ja mal richtig schwierig. Da ist Clement, ne? So, warte ab, Clement. Dich krieg ich noch, Clement. Oh, okay, qualifiziert. Das ging aber schnell. Das Problem ist aber hier, also in diesem Modus kann nur eine Person gewinnen. Und wenn ich... Oh, da sind 2 goldene Hexen. Wie ich euch gesagt habe. Oh, und ein goldener Fuchs. Ich weiß nicht, was dieser goldene Fuchs, wie viele Wins du dafür brauchst. Aber ich würde mal schätzen, glaube ich, 1000 oder so. Das heißt, wir haben jetzt gerade einer der krassesten Lobbys. Das heißt, wir haben Leute, die Minimum 500 ungefähr so Wins haben. Das ist krass. Das ist krass. Also die Goldene Hexe, dafür brauchst du 444 Wins. Aber wahrscheinlich haben die auch mehr. Das ist krass. Das ist krass. Und dieser goldene Wolf oder was auch immer das ist, das weiß ich gar nicht. Aber okay, das ist eine richtige Schwitzerlobby. Also hier zu gewinnen, wäre heftig für mich. Hier Susanne F157. Man kann auch, glaube ich, irgendwo die Namen durchlesen. Ich glaube, das hier, also diese Susanne, Undead Sascha und Peter haben halt die Goldene Hexe. Das ist krass. Heftig. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wir sind jetzt nicht oben geblieben. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht so klug war. Eigentlich ist es immer klüger, oben zu bleiben. So, bei der nächsten werde ich jetzt auch nach oben gehen. So, hier. Hier gehen wir jetzt auch nach oben.
Ihr seht's, Freunde, oben zu bleiben ist immer cleverer. Aber jetzt geht's gerade noch, weil das ja der Anfang ist. Es wird immer in den letzten Sekunden, wird's immer richtig, richtig schwitzig, Freunde, müsst ihr wissen. Und ich sollte doch versuchen, immer in der Mitte zu bleiben, weil... Guckt euch mal bitte diesen Clement an. Ich glaube, dieser Clement wird später noch richtig gefährlich, weil der Tricks drauf, die sonst, glaube ich, keiner drauf hat. Jetzt zum Beispiel ist es wichtig, oben zu bleiben, weil, wenn du jetzt nicht oben bleibst, dann fliegst du raus. Ja, wie jetzt Clement. Lol, Clement ist rausgefallen, sehe ich gerade. Boah, qualifiziert. Clement ist rausgefallen. Der hat eben so rumgeflext mit dem oben drauf stehen bleiben und sonst was. Die beiden Hexen und Susanne ist doch... Oh nee, eine Hexe ist raus, aber Susanne ist noch drinne. Aber ich würde das gerne schnell nachschauen. Susanne F157, wie viele Kronen sie hat. Aber ich guck das mal nach der Runde. Susanne F157, muss ich mir merken. Letzte Runde. Nashornangriff. Was? Weiche den anstehenden Nashörnern aus und bleibe in der Arena. Hä? Das ist die letzte Runde und dafür gibt es 2 Kronen und nur eine Person kann gewinnen anscheinend. Okay, komm schon, Claudio. Bitte, Claudio. Fahr deine Taktik. Ich gucke mal ein bisschen bei Susanne ab. So, jetzt einfach stehen bleiben erstmal. Beobachten das Ganze. Hoffen, dass die Nashörner mich nicht direkt anvisieren. Das gibt's doch nicht. Doch, ein Nashorn visiert mich schon an. Das ist doch krass. Ein Nashorn visiert mich schon an. Das gibt's nicht. So viel Pech kann nun Claudio haben. Glück. Ey, ich habe Glück im Unglück. Guck mal, jetzt visiert er mich schon wieder an. Guck mal, alle drei visieren mich jetzt an. Ja, das ist Pech. Da kannst du auch nichts machen, ganz ehrlich. Das ist Pech. 3 Nashörner visieren mich an. Das hat aber auch nichts mit Glück zu tun. Ach, guck mal. Aber anscheinend ist es wirklich so. Ah, guck mal. Okay, sie macht das krass. Wer hat jetzt gewonnen? Wolfhund. Ich guck gerade, ob es bei... Es gibt ja so Fall Guys Trackers und da kann man die Statistiken von den Leuten nachschauen. Ich guck gerade, aber anscheinend finde ich Susanne und die andere Person nicht. Das heißt, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich, dass sie richtig viele Kronen hatte. Warte, wir können es ja mal kurz gucken. Moment. Wir können es ja mal kurz selber gucken. So. Die Goldene Hexe, wie ihr wisst, 444. Goldenes Huhn gibt es dann hier. Guck mal, Goldenes Huhn hat dann 969. Das ist schon heftig. Was gibt's denn da noch? Hier. Wie ich gesagt habe, Goldener Wolf. 1739 Kronen musst du haben für den Goldenen Wolf. Wir haben gerade gegen jemanden gespielt, der 1000... Das ist krass. Goldener Ritter, also der Goldene Ritter ist anscheinend noch krasser. 3000. Goldener Drache, 3500. Okay, und das hier halt Marmor-Status, der heftigste. Okay, gut zu wissen. Freunde, aber ich würde sagen, ich belasse das nicht dabei. Ich würde sagen, wir probieren das Ganze nochmal. Mir hat es richtig Spaß gemacht, aber... Ja, es ist halt sehr, sehr schwitzig. Also das muss man echt sagen, es ist sehr, sehr, sehr verschwitzt. Hallo, wir haben gerade einfach Leute gehabt, die 1700 Kronen hatten in unserer Lobby. Eine Person hatte gerade 1700 Kronen. Das sind meine Lobbys. Das ist... Ich habe nur 300 Kronen, was soll das? Ich habe 300 Kronen und ich kriege solche Gegenspieler, das ist nicht fair. Fall Guys? Ich hätte schon fast Adopt Me gesagt, weil ich bin ja nur ein Adopt Me. Okay. Das ist echt der schwitzigste Modus. Also hier, glaube ich, einmal zu gewinnen, ist schon ganz cool. Ich habe es jetzt auch wieder ins Finale geschafft und es waren jetzt auch wieder 9 Minuten um. Das heißt, wenn man ins Finale kommen will, dauert es ungefähr so 9 Minuten. Und wenn man es gewinnen würde, boah, das wäre schon heftig. Aber das zu gewinnen, boah. Guck mal da drüben, eine goldene Ente, glaube ich, da drüben. Boah, ich zeig's euch mal. Hier drüben. Warum hältst du mich fest? Wer war das jetzt hier? Ich muss aufpassen. Oh. Oh nein. Guck mal, Freunde, es gibt einen Trick, den wollte ich euch gerade zeigen. Man kann hier so gegenlaufen. Oh. Okay, ich hab's geschafft. Es gibt einen Trick, Freunde, ihr könnt gegen das Eis laufen, aber wenn die Kugel dann in eure Richtung kommt und ihr quasi dann nichts mehr, dann habt ihr keinen Schutz mehr. So, wir schauen mal oben, da ist irgendwas Goldenes, aber ich weiß nicht, ob das ein Skin ist oder ob das ja jemand ist, der... Nee, ich glaube, das ist nur ein normaler Skin, der einfach Gold ist. Aber wir wissen ja nicht, Freunde, vielleicht sind hier 1, 2 Pros dabei, die halt ihre Skins nicht unbedingt anziehen. Weil ich habe ja auch theoretisch den Rock von der Hexe schon freigeschalten und ich mache den halt nicht an, weil Leute, die gut sind und das oder die halt Vollgeist-Spiel spielen, die erkennen sowas und dann fokussieren die sich auf dich und das möchte ich nicht. Aber ich glaube, wenn ich beide Teile, also von der Hexe, das Oberteil und das Unterteil habe, da werde ich auf jeden Fall die Hexe anziehen, weil die sieht einfach cool aus.
Ist auch ein Flex. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie es jetzt hier sein wird. Och nö, wenn, also hier musst du halt Glück oder Pech haben. Hier habe ich auch noch nicht die perfekte Strategie herausgefunden. Also eigentlich war ich immer damit fein, außen rumzulaufen, aber es wurde halt gepatcht, das weiß ich. Also es wurde gefixt oder ein bisschen genervt, eher gesagt. Aber... Och nö, bitte nicht. Ich versuche einfach jetzt, glaube ich, man muss es, glaube ich, relativ taktisch spielen. Ja, und er fokussiert sich wieder auf mich, das glaube ich nicht. Guckt euch mal das an. Guckt euch mal das an. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Guck mal. Ich konnte mich doch jetzt nur von ihm schlagen lassen. Weil ich konnte jetzt nur in die Mitte laufen und dann hoffen, dass er mich nicht mehr kriegt. Das gibt's nicht. Guck mal. Ja, geschafft. Ey, diese Nashörner, ne, die, also mit denen werde ich mich nicht anfreunden. Vor allem in diesem schwitzigsten Modus, wo es um 2 Kronen geht. Hey, 10 Personen nur noch? Okay, noch eine Runde. Das müsste jetzt das Halbfinale sein. Also jetzt noch eine Runde. So ungefähr 3 Leute raus oder 4 Leute raus. Dann Finale, würde ich vorschlagen. Sprungclub. Kann nicht Sprungclub das Finale sein? Kann nicht Sprungclub das Finale sein? Warte, sind es gerade dieselben... Nee, Quatsch, das waren nicht dieselben Runden. Weil ich wollte gerade sagen, sind es dieselben Runden, aber nee. Genau, Freunde, hier, wie gesagt, am Anfang lauft so lange der Stange hinterher, bis ihr könnt, also bis die Stange schneller wird als ihr. Guck mal, hier, ihr seht es ja hier. Bis die, guck mal, der Jalopier. Krass. Hä? Was macht der denn da für einen Trick? So lauft der Stange so lange hinterher, bis sie euch einholt. Und da guckt ihr so vorsichtig nach hinten. Weil ihr müsst dann auch irgendwann hier drüber springen, so wie jetzt. Okay, jetzt holt ihr euch wieder ein. Freunde, bei den Leuten, die hier spielen, habe ich Angst, dass die festhalten. Weil das ist ja eine relative Schwitzer. Guck, seht ihr, wie der jetzt. Habt ihr es. Boah, ich habe mich doch gerettet. Ich. Ah, war das nicht sogar der, der mich festgehalten hat, Monster? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich werde es in der Aufnahme sehen. Wer hat mich festgehalten? Das ist ja eine relative Schwitzer. Wer hat mich festgehalten? Boah, ich habe mich aber noch drinnen gehalten, krass. Ich habe einfach dagegen gelenkt, Freunde, müsst ihr wissen. Richtiger Pro-Move, muss ich sagen. Was kommt jetzt? Bitte nicht Nashörner. Anscheinend ist das Finale relativ immer ähnlich. Und zwar sind diese Nashörner das Finale, was ich nicht so cool finde. Ey, ihr seht ja gerade, da ist der Genie-Skin. Und der ist so cool, Mann, den hätte ich gerne. Okay. Also es gibt eine Taktik immer gegen das Jump-Pad-Hüpfen, aber es weiß nicht, ob das so effektiv ist, weil wenn ein Nashorn kommt und gegen dich, ja... läuft und du dann dagegen fliegst, dann bist du raus. Ich könnte es ja mal probieren. Mann, bitte fokussiert euch nicht einfach wieder sofort auf mich. Und was macht er? Er fokussiert sich auf nicht mich. Okay. Und er fokussiert sich auf mich. Ich glaube es nicht. 2 Stück auf mich fokussiert, das gibt's doch nicht. Ich muss das tun, Freunde. Ey, was war das gerade für ein Pro-Move? Bitte? Keiner ist rausgeflogen bis jetzt. Und er fokussiert sich auf mich, oder? Okay, Glück gehabt, ich bin auch wieder drin. Was soll das? Ah, guck mal, wenn man da rausspringt, dann lassen die dich erstmal in Ruhe. Lass es doch einfach. Fokussiert euch bitte nicht auf mich. Keiner, 2 sind raus, okay. Nein, ich wollte gerade sagen. Hä? Okay, ich muss mich jetzt so langsam... Ah, wenn man einmal rausjumpt, dann fokussieren die sich erstmal nicht mehr auf dich. Gut zu wissen. Aber was soll ich denn jetzt da machen zum Beispiel? Was soll ich denn jetzt da machen? Ich bin gut gejumpt. Aber dann habe ich einfach Pech gehabt. Ich guck mir das mal an, was die machen. So. Hier, die bleiben einfach nur in der Mitte und hoffen auf das Glück. Was soll das? Ich habe wenigstens eine Taktik drin gehabt.
Okay, ich glaube, jetzt war es das, aber ich glaube, jetzt war es das für unseren Freund hier. Nee. Unser Freund hat gewonnen. Aber das war nicht die Person, die mich festgehalten hat. Immerhin freut mich das. Okay, das ist ein cooler Jubel. Freunde, alle guten Dinge sind drei. Wir probieren es doch einmal. Das war ein richtig krasser Schwitzermodus. Also ich glaube, hier habe ich auch mein, wie nennt man das? Mein Endgegner gefunden. So, ich komme hier nicht weiter. Es fängt schon wieder mit Nashorn-Angriff an. Das finde ich aber richtig lame. Es sind die ganze Zeit dieselben Aufgaben. Soll ich mal ein bisschen Fantasie machen und ein bisschen rumspielen? Und versuchen, die ganze Zeit auf demselben Jump-Pad zu landen? Was sagt ihr dazu? Soll ich das mal probieren? Oder lieber nicht? Hä? Okay, ist doch nicht so klug. Okay. Alle guten Dinge sind doch nicht drei. Ich knalle gegen jemanden und fliege deswegen raus. Vielen, vielen Dank. Nee, das machen wir nochmal. Das war jetzt nicht dein Ernst gewesen, oder? Ich probiere eine coole Taktik aus und er springt einfach gegen mich und ich fliege raus. Oh, jetzt beginnt das mal mit was anderem. Und zwar mit der Blockparty beginnt es. Okay, wenn Blockparty als erstes kommt, dann kann es eigentlich noch einfach sein. Oder ist es noch einfach? Da springt auch jemand direkt raus. Hä, warum? Macht irgendwelche Aufgaben oder warum? Ich habe einen festgehalten. Ich hoffe, die Person fliegt nicht direkt raus. Nein, sie ist rausgefallen. Das tut mir jetzt aber wirklich leid. Nein, okay, das habe ich jetzt nicht gewollt. Okay, ich meine schon, ich habe sonst jetzt sie ja nicht festgehalten, aber... Nein. Man hält mich doch nicht fest. Oder war das... Ah, nee, ich glaube, die Person war das gerade, die mich festgehalten hat. Noch eine Person muss rausfallen. Oh, da ist der schöne Thaddeus, von dem schwärmt der Makan. Okay. Hassan ist doch am Ende rausgefallen. Glück gehabt. Ich weiß nicht, ob das die Person war, die ich festgehalten habe. Ich werde sie ja in der Aufnahme sehen, aber falls das die Person war, die ich festgehalten habe, dann tut es mir leid. Wirklich. Wobei, ich glaube, ich habe den Brokkoli festgehalten. Der ist doch drinne. Komm klar, du brauchst kein schlechtes Gewissen. Dann spiel einfach deine Runden. Sprungclub. Oh, das heißt, dann wird es ja Nashorn. Das heißt, dann wird es ja zweimal hintereinander Nashorn gleich geben, wenn ich das schaffe jetzt überhaupt. Also dieses Spiel zu gewinnen, das ist ja schwitziger als sonst was. Also das würde ich euch nicht empfehlen, Freunde, wenn ihr Casual Gamer seid, so wie ich. Also wenn ihr ganz normale Spieler seid, dann spielt das auf jeden Fall nicht. Weil ihr seht es ja hier, Freunde, ich nehme 20 Minuten auf, ob ich einmal gewonnen soll. Dann sind wiederum, glaube ich, ein Solo-Spiel, was ich ja beim letzten Mal gespielt habe. First Try habe ich es ja geschafft, da ist Solo sogar besser. Weil da gewinne ich immerhin eine Krone. Das heißt, eine Krone vielleicht nach neun... Man hält mich fest. Warum hält er mich fest? Oh, eine Person ist rausgefallen. Es tut mir leid. Oh, die Erdbeere muss weg. Die Erdbeere muss weg. Die Erdbeere muss weg. Okay, jetzt springe ich. Der schöne Thaddeus. Okay. Exciting Crow ist rausgeflogen. Jetzt lasst mich raten, wird es zweimal hintereinander die Nashörner geben. FIFA-Vibes nennt sich der schöne Thaddeus. Lustig. Schöner Thaddeus oder Thaddeus nur? Wer wird weiterkommen? Jetzt safe, Nashörner-Angriff. Safe. Ja, Nashörner-Angriff und danach am Ende wieder. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Na egal. Ich kann ja nichts machen, als versuchen zu gewinnen. Mehr kann ich nicht machen. Mehr kann ich nicht machen. So. Die Taktik eben, die war eigentlich ganz gut. Wenn mich ein Nashorn anvisiert, dass ich dann quasi auf das Trampolin springe, das war eigentlich ganz gut. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Willst du mich auf den Arm nehmen? Guck mal, ich habe es jetzt noch irgendwie groß geschafft. Okay, versuch mal mit der Mitte-Taktik, also mit der Mitte-Taktik zu agieren. Weil das machen viele anscheinend. Aber ich kann ja nicht alle drei auf dem Schirm haben. Das ist das große Problem. Deswegen habe ich... Ja, okay, gut, ich bin weitergekommen.
Ich glaube, ich muss im Finale, also ich glaube, es wird wieder Nashorn-Angriff kommen im Finale. Ich glaube, ich muss mit der Taktik in der Mitte fahren. Schöner Thaddäus ist raus. Boy, boy, es gibt neun Thaddäus. Lass mich raten, Nashorn-Angriff, Sprungprobe. Mein absolutes Favorite-Spiel. Wenn jetzt auch die unteren Platten wegkommen, also weggehen, dann ist es das Spiel, was ich immer liebe. Das, ja, das ist, oh, sogar mit Ventilator. Also Freunde, wenn ich nicht jetzt gewinne, dann weiß ich auch nicht weiter. Weil wenn ich jetzt nicht gewinne, dann hab ich richtige Schwitzer. Dann habe ich wirklich richtige Schwitzer. Hä? Krass. Okay. Okay, da hinten brauche ich nicht zu bleiben. So, und hier ist mal wichtig, Freunde, frühzeitig schon gegen den Ventilator zu laufen. Oh nein, oh nein, oh nein. Boah, wie habe ich das denn noch geschafft? Es kann ja auch nur fünf Minuten gibt es. Oh. Oh, ich wäre fast rausgefallen. So, und jetzt schnell gegen den Wind laufen. Weil. Okay, jetzt wird es richtig schwitzig. Jetzt muss ich schon eigentlich anfangen festzuhalten. Und ich bin rausgefallen, weil ich festhalte. Weil ich festhalte wie ein. Naja. Ich würde sagen, wir schauen uns das Finale nochmal an. Ich war zu nervös, ich sag euch ehrlich. Ich hätte einfach, weil normalerweise halte ich jetzt hier noch nicht fest, aber ich dachte mir, ich muss jetzt schon festhalten, weil das schwitzige Leute sind oder schwitzige Gegner. Das war nicht so clever von mir. Und die nächste Person ist raus. Ich habe irgendwie das Gefühl, Brokkoli macht es, weil Brokkoli ist sehr, sehr entspannt. Ja, ich habe viel zu früh festgehalten, Freunde, weil das ist jetzt zum Beispiel noch eine Geschwindigkeit, die hätte ich easy noch mitgehalten. So, jetzt muss Brokkoli gegen den Wind laufen, hat sie auch gemacht. Perfekt, Brokkoli ist stark. Jetzt hätte ich, glaube ich, angefangen festzuhalten schon. Ja, ja, ja. Oh, die Person, die festgehalten hat, ist raus und Brokkoli ist auch raus. Das heißt, wir haben jetzt nur noch einen Zweikampf. Wer wird es schaffen? Oh, und die Person, die festgehalten hat, hat gewonnen. Freunde, somit habe ich 4 Runden heute versucht, das zu spielen und habe es nicht geschafft. Lass mal einen Daumen hoch da, wenn ich das Ganze wieder mal machen soll. Ansonsten würde ich sagen, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.